Ein seltenes Porträt von Wolfgang Amadeus Mozart kommt unter den Hammer. Das Gemälde in Öl auf Leinwand zeigt den Komponisten als Teenager. Das Werk wird dem italienischen Rokokomaler Giambettino Cinarolli zugeschrieben und wird auf Januar 1770 datiert. Bislang befindet es sich in einer Privatsammlung. Mozart ist 13 Jahre alt, noch ein junger Mann. Er reist mit seinem Vater nach Italien. Es wurde für Pietro Luggiati gemalt. Er hatte Mozart beim Musizieren gesehen, in ihm einen erstaunlichen und talentierten Musiker erkannt und daraufhin das Porträt bestellt. Was an diesem Gemälde interessant ist, ist diese Partitur. Das kennt man eigentlich nur von diesem Porträt. Einige Musikwissenschaftler sagen, es könnte ein Werk von Mozart selbst sein. Der Preis für das Mozart-Porträt wird auf 800.000 bis 1,2 Millionen Euro geschätzt. Es wird am 27. November im Auktionshaus Christie's in Paris versteigert.